Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Weihnachtsspezial. Und zwar spielen wir Days Before Christmas. Los geht's. So, und da sind wir schon. Ja, ein Retro-Weihnachtsspiel auf jeden Fall. Für den Super Nintendo. Von 1994 und wir versuchen uns als Weihnachtsmann hier durch die einzelnen Welten zu kämpfen. Und ja, wir schauen mal, ob mir das dementsprechend gut gelingt. Ich hoffe es natürlich. Bin jetzt nicht der Profispieler in diesen Sachen, was ja, das betrifft, aber ist schon ganz gut. So, erstmal noch ein viertes Leben mit eingesammelt. So, mit der Angriffstaste können wir halt, oder der Aktionstaste können wir die einzelnen Monster bekämpfen. Wir können die Geschenke aufmachen. Müssen natürlich selbstverständlich, auch wie ihr schon sicherlich bemerkt habt, auch aufpassen, weil einzelne Geschenke können halt auch Gefahren verbirgen. Wie zum Beispiel die Maus. Wenn eine Art Wichtel durchkommt, dann kriegen wir zum Beispiel sogar extra Punkte. Und wir können uns auch extra Leben. Also das ist der Wichtel, ne? Der würde uns extra Punkte geben oder hat uns extra Punkte gegeben. Und wie gesagt, wir können uns durch die Zipfelmütze, können wir uns halt extra Leben spielen, wollen wir hier halt typischerweise in dieser Welt Schaden nehmen, dass wir halt nicht gleich sterben. Manchmal schon echt mies gemacht, ne? So, wir können bis zu 5 Zipfelmützen sammeln. Mehr gibt's nicht. Und wenn wir den Stern erreicht haben, ist halt die Welt durch. Ganz klar. Gut. Erste Welt haben wir geschafft. Jetzt kommt Lass es schneien. So, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir die Pinguine. Und die Schneemänner, die mit ihren Köpfen werfen. Ich habe selbstverständlich schon mal versucht, so ein bisschen das anzutesten. Also, ich bin nicht komplett neu. Was das jetzt betrifft, also ist nicht komplett blind. Genauso wie es hier nach unten geht, ist gewollt. Um das Level halt zu schaffen. 1300 Punkte haben wir bis jetzt gesammelt. Na gut, da schauen wir mal weiter. So, Ice Cave. Schauen wir mal, was für ein Käfig das ist. Aber es wird schön, ne? Man hat halt auch verschiedene Monster, die wir hier beseitigen muss. Gehen jetzt erstmal nach hier ganz unten. Hier haben wir das, ja, den Elch, den wir noch nicht befreien dürfen oder nicht befreien können. Weil wir halt die spezielle Attacke dafür noch nicht haben. Gehen wir nach hier drüben. Ja, der hat uns erwischt. Die brauchen wir. Dann können wir uns halt diese Elche mit den extra Punkten holen. Dafür müssen wir jetzt noch mal rüber. Und am besten nicht in die Stacheln springen. Sehr gut. So, einmal hier rüber. Wie gesagt, nicht in die Stacheln springen. Ganz klar. Schauen wir mal. Hier war der andere gewesen. Das heißt, wir müssen entweder nach unten oder nach oben. Ich würde eher sagen nach unten, ne? Ah, da war jetzt noch jemand. Der Kaffee oder
besser gesagt die Suppe oder was es darstellen soll, macht uns natürlich erstmal für die kurze Zeit unbesiegbar. Das heißt aber auch, wir können in der Zeit, wo wir halt wirklich in diesem Zorn sind, auch keine Geschenke öffnen. Können aber nicht von Monstern oder anderen Gegnern getroffen werden, in dem Sinne. Die Glocke ist das Speichern, dass wenn wir hier mal wirklich sterben sollten, wir genau an dem Speicherpunkt halt wieder zurückkommen. So, kleine Weihnachtselfe. Ja, jetzt wird es langsam knapp mit dem Leben. Das heißt, wenn wir jetzt nicht bald was bekommen, sieht's düster aus. Da haben wir schon ein Leben. Oh, das war mies. Das war richtig mies. Na, wenigstens haben wir schon mal gespeichert. So, wir versuchen hier weiterzukommen. Pinguin. Ach, Mann. Unser erster Tod. Gut. Auf ein neues. Aber an der gespeicherten Stelle, wo wir jetzt gerade die Glocke betätigt haben. Gut, los geht's. So, jetzt lassen wir uns nicht nochmal von dem Vogel beseitigen. Ah, Mist, das waren die Eiszapfen. So, gehen nach hier drüben. Kommt noch was? Nein! Kommt nichts. Sehr gut. Na, da haben wir schon mal einige Geschenke eingesammelt. Das klappt. Jetzt sind wir beim 4. Dezember. Blaue Magie. Wir haben auch Spielzeuge, die teilweise außer Kontrolle geraten sind. Also zum Teil wirklich ganz, ganz neue Gegner mit dabei. Obwohl ich jetzt glaube, hier wird noch nicht mal der Pinguin mit dabei sein. So, den haben wir auch. Zum Teil richtig verstörend. Naja, versuch halt hier nirgendwo abzustürzen. Weil das mies ist ja wirklich in einem Abgrund, wo du halt abstürzen kannst. Sehr gut. Ah, gleich wieder ein extra Leben. Genau das brauchen wir. Na, los, komm. Gleich hier rüber. Der fliegende Teppich. Wer kennt ihn nicht? So, wir sollen hier hin. So. Bisher läuft es eigentlich ganz gut. Gut. Eine weitere Weihnachtselfe. Halt immer mit Vorsicht an die Sache rangehen, ne? Wir wissen ja nie, ob jetzt ein Gegner hier in der Nähe ist. Und ich will halt ungern unnötiges Leben riskieren.
Sehr gut. Wieder 4 Leben, sehr gut. Haben wir das gleich drin, was wir vorhin verloren haben? Ich weiß jetzt nicht, ab wann eigentlich dieses volle Leben dazukommt. Ist das immer, wenn wir 10.000 Punkte erreicht haben? Level haben wir auf jeden Fall geschafft. Ich beende das erstmal in dieser Folge. In der nächsten geht es auf jeden Fall weiter mit unserem Weihnachtsspecial. Bis dahin, euer Paddy und ciao.